Und wir beschließen Anhörungen zu Gesetzentwürfen noch bevor sie hier ins Parlament überhaupt eingebracht worden sind, so wie dieses Paket hier. Das ist nicht nur unzulässig, sondern geht auf Kosten der dringend gebotenen Gründlichkeit und damit auf Kosten der Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Parlament ist doch kein Abnickgremium für die Bundesregierung. Im Gegenteil, besonders der jetzt hier vorliegende Gesetzentwurf mit weitreichenden Befugnissen für die Nachrichtendienste sollte doch ganz ausführlich hier im Haus beraten werden. Denn er verfehlt einfach das proklamierte Ziel der Terrorismusbekämpfung, greift aber eben massiv in die datenschutzrechtlichen Belange und die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger ein. Und er vermischt auch vollkommen unzulässig die Terrorismusdebatte mit der Flüchtlingssituation. Denn wenn Sie in Ihrem Gesetzentwurf schreiben, Deutschland ist bevorzugtes Ziel und Transitland illegaler Migration, ja, dann sagen Sie mir hier mal, was die Themen Schleuserkriminalität und Flucht in einem Gesetzentwurf, da oben steht es an der Tafel, zur Verbesserung des Informationsaustauschs bei der Terrorbekämpfung zu suchen haben. Und wenn